there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Your face was wrong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. But she tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the Hallelujah.
Ja, meine Damen und Herren, Dankeschön. Dankeschön. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig gedeutet habe. Unter Umständen hätten wir noch ein Stück zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie die Meinung hier ist. Meine Damen und Herren, beim nächsten Stück werden wir um unsere choreografischen Grenzen stoßen. Trotz allem ist es nicht die Originalchoreografie, die wir eigentlich für heute eingeplant hatten. In der Originalchoreografie wäre es so gewesen, dass Elefanten mit auf der Bühne gewesen wären, die auf Bällen rollen. Es wären brennende Kreise da gewesen, brennende Reifen, durch die gesprungen worden wäre. Das alles wäre da gewesen, allerdings lässt es zum einen die Brandschutzbestimmung dieser Halle nicht zu, dass wir das mit dem Feuerreifen machen, und zum anderen war die Bühne einfach nicht groß genug für die Elefanten, die sitzen noch draußen und warten im Auto. Wir werden jetzt also ein Meisterwerk der Chorchoreografie vorführen, ein Werk, das vor Erotik nur so prickelt. Meine Damen und Herren, viel Vergnügen mit Weenus.